Hallo meine Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute startet mal so ein Weekly-Vlog. Ich dachte mitten in der alten Woche, na gut, okay, nicht mitten in der alten Woche, aber Ende der alten Woche, es ist Samstag, der 13. März und wir sind auf unserem Weg nach Naha. Dann dachte ich mir, da hole ich euch mit und starte ausnahmsweise meinen Weekly-Vlog an einem Samstag. I spot Starbucks. Würde ich sagen, Leute, oder? We did at the same time. Ha, lecker. Prost. Ja, okay. Thank you.
Heute ist Montag. Die Flieger fliegen richtig doll heute. Ich weiß nicht, wie viele ich heute geflockt bekomme, ohne dass die mich stören. Aber wir waren jetzt gerade einkaufen. Ich habe Bananen gebraucht für meine vegane Woche, die heute angefangen hat. Und natürlich hatte meine Bäckerei einen Deal. Diese ganze Tüte mit den Sachen drin. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was drin ist, aber es waren nur 6 Euro. Und ich weiß nicht, was davon vegan ist und was nicht. Also einmal hier so ein Muffin. Was haben wir noch? Das ist gut. Das essen meine Kinder so gerne. Das ist Müslibrot. Rosinenbrot. Nur habe ich das dumpfe Gefühl. Ein Rosinenbrot ist meistens mit Ei und Milch gemacht. Ne? Naja, gut. Meine Kinder dürfen es sich schmecken lassen. Was haben wir hier noch drin? Kaffee, den darf ich. Da bin ich mir ganz sicher, den darf ich. Das ist hier nur schwarzer Filterkaffee. Ich habe da so einen Filter mit drin. Das zeige ich euch dann morgen. Den machen wir morgen. Und einen schwarzen Kaffee für mich, weil ich noch bis 12 Uhr fasten muss. Also wer da genau wissen will, was ich da alles so verspeist habe, der muss sich das vegane Video reinziehen. Ich verlinke euch das in der Infocard und ja, dann melde ich mich, wenn wieder was los ist, weil heute hat auch wieder das Homeschooling angefangen, Kinder haben wieder Schule und dementsprechend können wir da auch nicht groß viel raus. Ich werde vielleicht nachher eine Runde spazieren gehen, weil es ist super Wetter draußen. Es ist richtig schön sonnig, es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Es ist perfekt. Kilometer. Von den Aktivkalorien bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil meine Beine sind echt im Arsch. Total im Bobo. Und jetzt werde ich halt erstmal was essen. So, den Kaffee, den machen wir jetzt noch zusammen. Das wollten wir ja noch ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Sieht aber aus, als wäre es ganz einfach. Also, dann soll das hier aufreißen? Ah, okay. Hier aufreißen, den Kaffee überall verteilen und dann, schau mal, das passt nur gar nicht auf meine Tasse. Okay. Müssen wir die hier benutzen. Na, hockt mein Mann wieder am Laptop. Soll es auch anders sein.
Es tut mir auch leid jetzt für diesen abrupten Szenenwechsel. Es ist nämlich jetzt tatsächlich schon wieder die neue Woche, aber ich bin wieder am Bearbeiten des Videos und es ist mir aufgefallen, dass ich einfach mittendrin aufgehört habe. Ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt gerade noch den Kaffee gemacht. Der steht da am Tisch. Den probieren wir jetzt noch zusammen. Der ist mega heiß. Der riecht auf jeden Fall mal wie richtiger Kaffee, weil ich habe nur diesen Keurig und er ist einfach nicht so das Wahre. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht komplett jetzt verbrenne, weil der ist echt noch sehr heiß. Ich werde es bereuen, ich weiß jetzt schon. Es ist sehr heiß, aber es schmeckt auf jeden Fall nach Kaffee. Vielleicht ein bisschen dünn, weil der relativ schnell durch diesen Filter gesaust ist, aber es ist auf jeden Fall gut. Schmeckt besser wie der Keurig. Ach nein, heiß. Ja. Ich hoffe, dass dieser Vlog nicht zu langweilig für euch war, weil ich da wirklich kaum geschwätzt habe. Ihr könnt ja mal an mich wissen lassen, ob euch solche Vlogs lieber sind, wenn wir dann mal nochmal raus dürfen, weil wir sind wieder in einem neuen Lockdown. Ich denke, ihr in Deutschland werdet das kennen. Ich glaube, ihr seid da momentan auch gerade wieder in einen neuen reingerutscht. Das heißt, es ist wieder alles so im Minimum. Man darf auch nicht mehr in Restaurants essen. Dieses Video ist letzte Woche entstanden. Ich habe also nichts Verbotenes getan. Als wir in dem Restaurant gegessen haben, das durften wir zu der Zeit noch. War auch echt super lecker, wirklich. Und diesen Automaten, den gibt es hier tatsächlich überall. Das heißt, wenn du in den meisten Restaurants, wenn du dort bestellst, hast du halt diesen Automaten, wo du dann per Bilder, Gott sei Dank, man kann es auch in Englisch umstellen, sich dann Tickets ziehen kann, wo dann der Kellner oder die Person, die halt da arbeitet, die Bestellung aufnimmt, dass da halt nichts verloren geht oder falsch notiert wird. Finde ich ganz cool. Nur am Anfang war es so, als wir herkamen, vor anderthalb Jahren, war es ein bisschen merkwürdig. Dann beende ich jetzt auf jeden Fall das Video hier an dieser Stelle und genieße dann jetzt noch meinen Kaffee. Und dann sehe ich euch am Samstag. Und ja, mein Mann kann auch mal ruhig winken, die faule Nudel. Wink mal. Sag tschüss. 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 Mit Ö. Wie auch immer. Auf Wiedersehen.